Ein kurzes Update zur Großdemo in Berlin vom 1.8. Und zwar geht es um die Teilnehmerzahlen, die ja durch die Medien mit 17.000 Teilnehmern beziffert wurde. Und es gibt jetzt eine Polizeimeldung vom 2.8.2020, also einen Tag später. Und in dieser Polizeimeldung wird hier so detailliert aufgelistet, wer wann wo in welcher Zahl sich aufgehalten hat. So, ich werde das jetzt unkommentiert lassen. Ich setze euch den Link unter dieses Video und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung dazu bilden. Und ja, man braucht eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Wir wissen ja, dass die Live-Bilder und alle anderen Bilder, die noch nachträglich ins Netz gestellt wurden, eine ganz andere Sprache sprechen. In diesem Sinne, bis dann.